Und servus liebe Leute, willkommen wieder zurück zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Ja, ich weiß, derzeit lasse ich es gewaltig krachen. Liegt einfach daran, dass ich heute die Zeit dazu habe, das ganze Zeug aufzunehmen. Liegt natürlich schon etwas länger bei mir hier rum, aber jetzt hier ist es soweit. Nämlich jetzt klein und fein Little Nightmares 6th Edition ist, soweit ich es weiß, exklusiv bei Amazon erhältlich. Link ist natürlich in der Videobeschreibung drin und ja, wieder Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr draufklicken würdet und es darüber bestellt, zahlt ihr nichts drauf, sondern ich bekomme einfach nur einen kleinen Prozentanteil obendrauf hier für mich. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne über diesen Link bestellen. Andernfalls einfach direkt auf Amazon draufgehen und das Ding hier suchen. Little Nightmares 6th Edition ist kein Problem. So, mein altbewährter Trick, vielleicht bekannt aus Elex Unboxing. Mein DIN A4 Blatt. Und hier sieht man das schon, ist ein bisschen kleiner als DIN A4. Na, durfte eher DIN A5 sein, aber ja. Da sieht man das Ganze auch gleich hier im weiteren Unboxing. Machen wir es einfach hier hin. So, nämlich das hier muss man einfach hier oben rausschieben. Dann hat man das Ding hier so, wie man das hier so schön sieht. Und dann hier weiter aufmachen, ist natürlich hier das Spiel drin. Beziehungsweise hier auch nochmal hier nettes Artwork mit hinten drauf. Genauso auch wie hier diese Hand. No, wie man das hier schön sieht. Aber ja. Genau, hier drin ist dann folgendes. Zum einen die Verpackung. Hier haben wir das Spiel an sich. Auf meinen Fall hier PlayStation 4 hier. Na, noch komplett eingeschweißt, klar. Noch nicht gespielt. Hier noch so ein kleines Booklet mit dabei. Im hochglanz Papierformat, also wie so ein Comic hier ist das ganze Ding hier aufgebaut. Na, wie Comics natürlich aussehen, kennt ihr wahrscheinlich. Ist auch nicht so arg viel, es würden sogar mal so 8 Seiten sein. Circa 2, 4, 6, 8, ne 10, 12 sogar. 12 Seiten Comic mit dabei von Little Nightmares. Ja, nettes kleines Gimmick. Mit oben drauf hier nochmal so ein kleiner Schutzding hier mit der Zelle. Genauer gesagt sieht das ganze Ding ja dann, wenn man es hier drin lassen würde, so aus. Und ja, hier ist die kleine Figur, die Six. Wenn man die natürlich jetzt rauskriegt, das ist hier gar nicht mal so einfach. So, das ist die Figur. Man sieht es, kleiner als eine Hand, aber schaut dennoch ganz schick aus. Weiß nicht, ob man das hier richtig gut sieht hier. Also ja, schlecht ist diese Figur hier nicht, die mit dabei ist. Und außerdem, das Spiel an sich kostet ja eh nicht viel. Wenn ihr mal auf den Link klickt, seht ihr da. Na, lohnt sich auf jeden Fall. Hat so ein kleines Feuerzeugchen hier in der Hand. Na, da, ja, ist nett und klar aus Plastik. Ja, aber das war es in dem Fall schon auch mit der 6th Edition hier. Klein, simpel, passt, perfekt. Auch ein geiles Spiel. Also dem her, ja, ich wünsche euch, ne? Schönen Tag noch. Ciao und Servus.